kommst an, auch in seiner Rückenlage. Ja? Und du legst quasi so nach hinten, ja, so leicht. Ja? Also Ayub, bestes Beispiel beim Start. Genauso wie er beim Start rausgeflogen ist, sollst du einfliegen beim Landen. Okay? Gucken wir gleich nochmal. Rest, Impuls, dann die 100% gut. Am Anfang so ein bisschen langsam auf die 50% gegangen, ne? Und dann sagt die 100. Ja? Probier das so. 50, 100. Und Vorlage, dann ist es schon tipptopp. Martin, passt. Jetzt kommt der Einwackler. So, und ein bisschen links und ein bisschen rechts. Und er liegt auch hinten drin, ne, der Andreas. Also deutlich mehr nach vorne raus mit der Hüfte. Die Hüfte muss raus, ja. Oberkörper muss vorne raus. Und mach mal die Beinchen zusammen. Ja. Das ist das verstärkt das Pendel noch ungemein. Und jetzt eine leichte Spreizstellung, Hüfte nach vorne. Komm raus aus dem Gurt, ne? Aber nee, da wollt ihr nicht mehr. So, und jetzt. Na, das haben wir, glaube ich, auch gefilmt auf dem Handy, ne? Oder? Du drehst immer die linke Hand so nach hinten weg. Ja? Das haben wir da gezeigt vom Ayub, ne? Du drehst die linke Hand immer nach hinten weg, ja? Und die kommt immer verzögert. Da fehlen noch gute 20 Zentimeter, bis du wirklich. Bleib am Körper, also für alle, bleibt am Körper, senkrecht entlang drücken. Ja? Und das Pendeln im Endanflug, das darf halt gar nicht sein. Endanflug soll so gerade wie möglich sein. Ja? Wenn er das hat, dass der Schirm sich aufschaukelt, dann einfach mal so anbremsen und das Gewicht ganz leicht auf eine Seite nehmen, bis es aufhört und dann geht er wieder neutral. Sachte, ja, nicht. Wenn er den da macht, selbst das da, das reicht vollkommen aus, um das Aufschaukeln noch zu verstärken. Ja. Und was hast du noch vergessen? Ganz wichtig. Das Lächeln. Das Kommt da so Lächeln. ran. War konzentriert, Mensch. Beine raus mit der Hüfte, wenn es geht, Olli, ne? Und Oberkörper weiter raus. Komm, die linke Hand, die muss auch. Ja, die war scheiße, genau. Jetzt gehen die Hände wieder hoch. Die ist einfach. Ne? Ja. Also darf Habe ich nicht jetzt noch sein. Ne? Habe ich auch noch ein, zwei anderen Kollegen mal gesagt, ne? Wenn die Hände einmal unten waren, dann bleiben sie unten. Wenn es dumm läuft, ihr geht wieder nach ganz oben, schießt das Ding nochmal nach vorne und euch spitzt in den Boden ein, das tut weh. Ja? Also auf keinen Fall. Never ever. Okay? Wenn ihr super st schön stabil vorne drin hängt und im Endanflug seid und es kommt nochmal eine thermische Böe und sie hebt euch nochmal an, könnt ihr gemütlich reagieren. Sei da zu weit auf dem Schnapper quasi hinten und dann haut es euch zurück und dann kommt ihr ins Abstützen. Ja, also das sieht man es auch schon, das habe ich dir auch am Funk gesagt, Ayub, das Pendeln. Ja, du pendelst so rein. Versuch mal seitlich am Körper zu steuern, parallel zu den Tragegurten, Ayub. Ja. Jawohl, okay. Schön, dann können wir runtergezogen. Und wieder die Kamera. Und die Kamera. Das ist die Kamera. Was ich dir auch am Funk noch gesagt habe, Ayub, ne, ist dieses zweigeteilte 50-100. Du bist immer so langsam. Ganz langsam, ja. Ich bin immer ruhiger. Und dann runter. Ja, das 100, das kriegst du okay hin mittlerweile, aber das 50 Die da, Klassiker das immer fehlt noch. langsam. Ja. Das geht gar Aber nicht. geht's einfach Du nur bist auch gut. schon viel zu tief. Viel zu tief mit den Armen. Ja. Du brauchst erstmal ein bisschen Geschwindigkeit. Das heißt, in circa 5 bis 10 Meter Höhe, wenn ihr in einem geraden Endanflug seid, macht den Schirm wieder schneller. Ich meine, du warst ja da ziemlich nah am Punkt. Ne? Ob du jetzt am Punkt landest, vor dem Punkt Richtung Berg oder nochmal 20 Meter hinterm Punkt. So what? Ja? Lass ihn lieber laufen. Also es muss mir keiner auf dem Punkt stehen, deswegen, also ich meine das wirklich, was ich sage. Wer auf dem Punkt landet, zahlt ein Bier. Ja? Ich will, dass keiner auf dem Punkt landet. Das ist nur eine Orientierungshilfe für euch. Ja? Also geradeaus weiterfliegen, machen schnell, ja? Schafft ihr Weg zum Ausflären. Hände höher, Schirm nimmt Geschwindigkeit auf, das aber nur in ausreichender Höhe, zwischen 5 und 10 Meter. Wenn er das tiefer macht, spickt er nach vorne, Boden kommt umso schneller näher, huhuhu, zack, dann macht man wieder Hektik. Ja? Dann wird es wieder nichts. Deswegen ausreichende Höhe, Hände hoch, Schirm wird schnell, dann habt ihr Weg 50, 100 und dann wird es meistens sehr sanft, wenn man das richtig timet. Ich glaube, das habe ich dir auch gesagt, Angelus, mit dem Pendeln ein bisschen, oder?
Ja, da hat das Bild gebändelt. Ganz vermeiden können wir es nicht. Ja. Aber guck mal, jetzt gehen die Arme so nach außen. Mhm. Warum? Lasse hier am Körper, ja, an der Tragegurte parallel ziehen. Jetzt kommen sie. Ja, das habe ich da danach angesagt. Weiß ich noch. Du bist auch schon tief auf der Bremse. Ja. Mhm. Gehst du noch ein klein bisschen fliegen lassen. Linke Hand ist höher. Gut, okay, hast du vielleicht noch ein bisschen korrigiert. Mhm. Sieht man jetzt hier nicht. Ja, da berührst du den Boden, mhm, und die Hände sind nicht ganz durchgestreckt. Ne? Du hast ihn auch so ausgehungert. Ne? Mhm. Dann wird der Aufschlag immer härter. Wenn man aushungert, wird es deutlich heftiger meistens. Ja? Ja, Axel, das habe ich ja schon gesagt, nicht so 1 und 0, ne? So reinhacken. Ach, perfekt. Jetzt bräuchte man die Totale. Schade. Das war der wo ich gesagt habe, geh mehr nach links. Mhm. Ja, Axel, du bist auch zu weit hinten drin, ne? Beine so nach vorne gestreckt. Okay, gleiches Thema.